Max und Moritz auf der Flucht, trifft sie Müllermeisters Wucht. Als sie auf dem Boden lagen, ging es ihnen um den Kragen. Schnell stopft er das Lumpenpack in den festen Jutesack. Doch die beiden aus der Hose zaubern hurtig eine Dose, ein Red Bull für jeden einen, und schon öffnen sie die Leinen. Von dem Elixier beflügelt haben sie was ausgeklügelt. Max und Moritz gar nicht dumm fliegen um den Meister rum, als er dann nach oben guckt, in die Mehlmaschine schluckt. Und die Moral von der Geschichte: Flügel hat man oder nicht?